Die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH hatte im Rahmen der Woche der offenen Unternehmen an den Standort Marienberg auf der Reitzenhainer Straße eingeladen. Dort konnten die Schüler bei Personalleiterin Nadja Schröder und dem Werkstattmeister Roy Bergelt einiges über die Berufe vor Ort und im Unternehmen allgemein erfahren. Das dem Landkreis Erzgebirge gehörende Unternehmen beschäftigt im Moment über 620 Mitarbeiter, davon knapp 40 Auszubildende in den verschiedenen Berufsfeldern. Als Kaufmann, Kauffrau muss man mit Zahlen umgehen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und unsere Azubis durchlaufen die verschiedenen Bereiche. Hauptaugenmerk in Annaberg, aber nichtsdestotrotz auch hier in Merunberg in der Werkstatt hatten wir eine Azubine, die hier sehr guten Dienst geleistet hat. Und die Marienberger kennen das schon, dass immer mal je nach Lehrjahr die ein oder andere Azubine oder eben der Auszubildende hier vorbeikommt und sich die Erfahrung im Bürobereich in der Werkstatt hier aneignet. Ja, wir wollen zum einen den Jugendlichen ein gutes Bild über unsere Ausbildung geben und zum anderen sehen, dass wir den einen oder anderen zukünftigen Azubis unter den Schülern finden werden. Welche Ausbildungsberufe werden angeboten? Wir haben zum Beispiel den Berufskraftfahrer im Personenverkehr. Wir haben den Bürokaufmann, Bürokauffrau für Büromanagement und den Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik. Was werden für Anforderungen an die Bewerber gestellt, wenn man sich dann hier bewirbt? In der Regel ganz normale Bewerbungsunterlagen. Dort gucken wir schon ein bisschen gerade im Kfz-Bereich auf die Noten. Dort ist es immer schön, dass wir im Bereich der 3 uns befinden. Für den Berufskraftfahrer legen wir sehr viel auf die Verantwortung, die ein Busfahrer dann letztendlich mitbringen muss. Und dort müssen wir leider auch auf das Alter gucken, aufgrund der Bedingung, dass wir den Führerschein dann auch machen können für den Berufskraftfahrer. Und im kaufmännischen Bereich gucken wir genauso auf die Noten, weil ein Kaufmann, eine Kauffrau muss logischerweise auch rechnen können und da schauen wir schon. Aber im gesamten Bewerbungsprozess ist uns das Gesamtbild wichtig für unsere Ausbildung, wenn wir uns die Auszubildenden aussuchen. Die Führung durch die Werkstatthalle übernahm Roy Bergelt. Der Meister erläuterte die Aufgabenfelder der Mitarbeiter an den verschiedenen Stationen. Man sieht schon hier im Prinzip, wo die Mittelpfeiler sind, der ganze Bereich rechts ist alles Bahn, wo unsere Mitarbeiter von der Bahn beschäftigt sind. Und hier der Bereich, wo der Bus hier steht, wo der Bus auf der Grube ist, links davon ist im Prinzip alles, was hier Kfz-Bereich ist. Der Standort in Marienberg hat ja noch die Besonderheit, dass hier Triebwagen, Lokomotiven und Waggons repariert und instand gesetzt werden können. Es ist auch alles ein bisschen schwerer. Man wird auch dreckig, trotz obwohl es Kfz-Mechatroniker heißt. Aber die Arbeit, die da also zum Teil wechseln ist, ist ja trotzdem noch zu machen. Ne? Wir haben die Lehrwerkstatt in Annaberg, eine gut ausgestattete, ist ein Lehrmeister dort, der nach Lehrjahr gestaffelt immer die Auszubildende nach Annaberg mal eine Woche überholt und da wird dann das nochmal intensiv gezeigt, was man hier im Ablauf in der Werkstatt ja nicht machen kann. Ja. Gerade in diesem Segment ist handwerkliches Geschick unerlässlich. Wir haben zum einen haben wir die Möglichkeit, dort über unsere Ausbildung@rve.de die Bewerbungen zu schicken oder Anfragen zu schicken zur Ausbildung. Wir haben die Möglichkeit, ein Praktikum im Unternehmen zu machen, im Bereich der Berufskraftfahrer und im Kfz-Bereich. Im Kaufmännischen ist es immer etwas schwieriger, aber individuelle Anfragen einfach stellen und dann können wir das dann zum gegebenen Zeitpunkt beantworten. Welchen Vorteil hat es, hier bei einem großen Unternehmen der RVE zu lernen und quasi sich ausbilden zu lassen? Wir haben im Kfz-Bereich die Möglichkeit, dass unsere Azubis in unserem Lehrwerkstatt sozusagen die theoretischen und praktischen Inhalte noch mal intensiver lernen und dann auch die Ausbildung
dort beenden werden mit der Abschlussprüfung. Und im Busbereich haben wir dort wirklich auch eine intensive Betreuung, gerade im ersten Lehrjahr im theoretischen Bereich und bei der Absolvierung der Führerscheine. Und dann gehen die Lehrlinge schon mit in die Verkehrshöfe und bekommen sozusagen das ganze Leben im Verkehrshof live mit, was sehr praxisnah ist. Also mir hat es gut gefallen, man hat viele neue Sachen kennengelernt, so was mit Bus zusammenhängt und so. Also es ist vielleicht, mein Beruf, so, den ich später machen könnte. Ja, es war interessant auf jeden Fall, man hat sehr viel kennengelernt. Es war ein echt guter Einblick, als sich auch gelohnt hat zu kommen. Viele junge Menschen haben die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH in der Woche der offenen Unternehmen auch am Standort Reizenhainer Straße in Marienberg besucht und einiges erfahren.